Herzlich willkommen bei den Hühnerdieben und Hitman Blood Money. Heute gehen wir ins Weiße Haus, das natürlich im höchsten Maße bewacht ist. Und sogar hier mit Metalldetektor. Wir haben natürlich unsere Silver Baller dabei, die würde natürlich auslösen. Deswegen schauen wir mal, wie wir die jetzt hier umgehen können. Den Sperrbereich sozusagen. Wir versuchen natürlich hier gerade einen Marine reinzulocken. Die lassen sich aber schlecht locken. Na, wir warten erstmal ab, bis diese Touristengruppe hier vorbeigelatscht ist. Wir verteilen hier wieder einen halben Piratenschatz auf dem Boden. So, jetzt holen wir uns den mal ran hier. So, jetzt steht er da. Jetzt braucht er ja nur noch hier reinkommen, um sich anzugucken, was der andere Zaun war. Will er aber nicht. Kleiner Frechdachs, komm doch mal her. Sind es wieder drei Leute. Macht das mehr Sound, wenn wir unsere Knarre werfen? Allerdings. So, wir machen die Tür zu. Und dann bekommt der Junge hier Adrenalin. Nein, natürlich kein Adrenalin. Einen Sedativa gespritzt. Ja, das mit der Pistole war eine gute Idee. So, dann verkleiden wir uns jetzt als Marine. Versuchen den hier irgendwie, wenn es geht, hinter die Tür zu ziehen. Gehen hier durch, machen gleich wieder zu. Und jetzt darf es auch piepen. Ja. Jetzt können wir einfach fortgehen. Gehen nochmal hier rein. Hier ist das Sicherheitsbüro. Hier finden wir zum einen eine Keycard, die brauchen wir. Zum anderen klauen wir gleich noch hier das Überwachungsband, damit wir, falls wir hier mal aufgenommen werden von Kameras, was sehr wahrscheinlich ist, dass kein Beweis später existiert. So, wir brauchen jetzt hier die Keycard. So. Wahrscheinlich später im Zeitungsartikel wird stehen, man hat, keine Ahnung, 3000 Dollar in Goldmünzen gefunden. Ja, wir sehen, wir sind hier schon in dem Bereich in der Nähe des Oval Offices übrigens. Müssen wir aufpassen. Wir knacken hier das Schloss, das geht auch problemlos. Dann haben wir hier schon, das ist ja schon. Wir probieren es jetzt einfach mal. Das ist ja nämlich schon der Vizepräsident. Ja, optimal. So, nehmen wir noch hier die Sachen mit. Und ich hoffe, dass jetzt nicht zufällig, weil seine Frau ist ja auch noch unterwegs, dass die jetzt nicht zufällig gerade durch die Tür kommt. Praktischerweise steht hier eine Riesenkiste, sehr dekorativ. Wer hat es nicht in seinem Klavierzimmer? Da ist die Frau. Mit dem Hund. Holy fuck, war das knapp. Ja, Leute, an der Stelle einfach mal ein Save, weil es so optimal gerade gelaufen ist. Ja, der Hund ist wieder alles andere als begeistert von mir. So, jetzt haben wir ja nur noch das zweite Ziel. Da müssen wir in den nächsten Bereich dann vordringen schon. Und dazu begeben wir uns hier hoch. Leute, das war gerade sehr schön und sehr glückliche Fügung. Da oben ist wieder eine Kamera. Schön lächeln einmal. So. Und jetzt können wir hier die Leiter runtergehen.
Und könnten uns hier rüber bewegen, richtig? Ah, wir dürfen nicht hier sein. Glaube ich. Ich glaube, wir sind auch an der falschen Seite runtergeklettert. Nee, irgendwie scheint irgendwas passiert zu sein. Wurde etwa der betäubte Dings gefunden oder ich hoffe nicht. Da wird doch, gibt's doch normalerweise einen Einspieler. Auf jeden Fall wollen die nicht, dass ich mich da draußen bewege. So viel steht erstmal fest. So. Hier müssen wir lang. Was haben wir hier für ein Ausrufezeichen? Ist das hier drüben in dem Raum? Oder wie? Der anderen Seite, genau. Ach, hier ist eine andere Uniform. Gut, aber die hilft uns jetzt auch nicht so viel weiter. Außer wir dürften natürlich hier draußen sein. Aber wir nutzen das mal einfach. Die Verkleidung, warum auch nicht? Vielleicht sogar wirklich gut, auch wenn die tatsächlich da den betäubten Marine gefunden haben. Jetzt machen wir was Verrücktes. Ich hoffe, ich habe das noch richtig in Erinnerung von früher. Und zwar lassen wir hier eine Mine fallen mal. Und hier auch noch. Zack. Und wir gehen weiter. Hier ist der nächste Teil des Weißen Hauses. In dem dürfen aber tatsächlich, glaube ich, nur Mitarbeiter des Secret Service. Obwohl wir natürlich hier die Keycard haben, haben wir hier keinen Zutritt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und wir werden jetzt auch rausgescheucht. Okay. Aber wir können natürlich das hier nutzen, diesen Moment. Gut. Praktisch. Ich weiß nur nicht, ob ich den hier liegen lassen möchte. Das ist die Frage. Also, ihr seht, ich möchte ihn nicht dort liegen lassen. Falls da jemand noch rauskommt, dass er den nicht sofort sieht, obwohl ich tatsächlich. Oh, da unten ist noch jemand. Ich hoffe, der sieht uns hier oben nicht die Leiche langziehen. Oder den betäubten Agent. Wir versuchen ja sozusagen auch, wenn es jetzt ein Security-Typ ist, eigentlich immer die zivilen Opfer zu vermeiden. Hier sind auch wieder überall Kameras. Wo müssen wir jetzt lang? Geradeaus. Aber hier sind auch Handwerker. Warum durfte ich halt. Vielleicht durfte ich auch nur nicht in dieses kleine Büroteilstück da rein. Aber wir gehen jetzt wieder die Treppe runter. Und hier ist das Oval Office. Das Zentrum der Macht. Und da ist auch der Killer drin. Der wartet. Hier ist nochmal ein Ausrufezeichen. Sollen wir da nochmal hingehen zu dem Ausrufezeichen? Wir können ja mal checken nochmal kurz, was das ist. Sieht man das von hier? Die Büros sind ja hier aufgebaut wie so ein kleines Labyrinth. Wie heißt der Killer nochmal? Mark Pachezzi, der Dritte. Okay. Hä, wo ist jetzt hier nochmal? Ist hier? Okay, hier ist nochmal ein Waffenkoffer sozusagen. Oder halt so ein Dings zum Deponieren, aber das brauchen wir ja nicht. Gut, dann betreten wir jetzt das Oval Office. Und los geht's. You're the famous Mark Pachezzi III. You don't want to kill me, 47.
I'm just like you. Our similarities are irrelevant. We're practically brothers. You can't shoot me. I can do whatever I'm paid to. Uiuiui. Und der rennt weg. Er rennt weg. Es hat eine Explosion gegeben. Und er flüchtet. Ja, oh, hier sieht man noch seine Hinterlassenschaften. Der hat hier sich nämlich auch hier reingeschlichen mit einem Arbeiteranzug. Okay, er rennt einmal durch das ganze Büro durch. Die Leute hier sind jetzt natürlich im höchsten Maße alarmiert. Und ich kann schon mal so viel versprechen, ich möchte ihn tatsächlich nicht erschießen. Wenn wir ihn auch kriegen. So, jetzt mussten wir nochmal hier durch dieses Büro durch. Die gucken mich schon etwas seltsam an. Ich hoffe, die haben hier draußen nicht den Wachmann, also den FBI-Agenten gefunden. So, ihr habt gesehen, worum es ging. Und zwar hat er sich hier, hat er hier auf uns gewartet. Und na, wir hatten den, haben den Moment genutzt, um ihn dann auch hier in die Luft zu jagen. So. Wir haben noch seine schnieke 911er mitgenommen. Ich meine, unsere ist natürlich noch schnieker. Aber wir gucken sie uns nochmal an. Ui. Auch Custom. Aber ich würde fast sagen, die hier hat mehr drauf. Dafür ist die simpler gehalten. Das ist natürlich auch schön. Ja, jetzt müssen wir nur noch fliehen, wie es aussieht. Richtig. Laufe ich hier gerade korrekt lang? Nein. Oder ist da auch ein Weg nach unten? Müsste eigentlich. Aber wir können ja den hier eigentlich nehmen. So. Jetzt wieder in die Halle erstmal kommen, genau. Und dann kamen wir, glaube ich, hier lang. Nee. Oder doch? Wir auch hier nochmal. Haben wir hier auch nochmal die Stockwerke gewechselt? Nein. Also Leute, hier nochmal ein klassischer, schöner Fail. Zum Glück stehen wir ja nicht unter Zeitdruck. Jetzt haben sie den Dings gefunden, den Killer. Müssen wir hier die Treppe hoch? Ne, eigentlich müssen wir die Treppe runter irgendwie. Aber wie war das nochmal genau? Ja, sorry Leute, also das ist ein bisschen Noob-like gerade. Also hier geht's in den anderen Flügel. Da wollen wir, da kommen wir her. Wir müssen allerdings in den anderen Flügel, also in den ersten, in den Ostflügel zurück, wie es aussieht. Ja, die gucken mich alle schon super blöd an. Die haben garantiert den Dings gefunden. Den Marine. Darf ich hier runterklettern, ohne dass die ausrasten? Sieht nicht danach aus. Oh, oh, der wird gleich wütend. Ach, gerade nochmal so geschafft. Dann gehen wir jetzt einfach hier lang, verdammt nochmal. Ist zu blöd bin, hier den Weg zu finden, ey. Eieieiei. Aber ihr seht ungefähr, wo wir sind jetzt wieder. Ich darf auch hier durch. So, wir ziehen unseren... Ne, die M14 wollen wir nicht, sondern unseren Anzug. So, und dann müssten wir uns einfach nur noch vom Acker machen, Leute. Und auf Wiedersehen.
So, zwei Kills haben wir gemacht, ein Close Combat, ein Körper wurde gefunden. Sieht doch ganz gut aus. Bekommen auch die Silent Assassin Bewertung. Das freut mich natürlich sehr. Deswegen nochmal hier am Ende der Zeitungsartikel. Hier steht auch, dass der Vice President ermordet wurde. Genau. Und hier sind die Wahlergebnisse. Tom Stewart hat gewonnen. Soweit ich weiß, sollte der auch ausgeschaltet werden dann wohl. Ja, meine Freunde, es hat mir wieder Spaß gemacht und wir sehen uns bei der nächsten Runde Hitman Blood Money. Auf Wiedersehen.